Biblische Prophetie Teil 2 – Sein Platz in unserem Leben. Derek Prince sagte, biblische Prophetie hat ein wichtiger, von Gott gegebener Platz in unserem Leben. In dieser 4 Minuten langen Botschaft erklärt Derek Prince, übersetzt von Klaus Publishuysen, wie das zu verstehen ist und hilft Ihnen dabei, es auch richtig und gewinnbringend in Ihr Leben einzuordnen. Now I want to speak about the place of biblical prophecy in the life of every believer. Nun möchte ich über den Platz, den biblische Prophetie hat in dem Leben von jedem Gläubigen sprechen. And I want to emphasize I'm talking about biblical prophecy. Und ich möchte den Nachdruck darauf legen, dass ich über biblische Prophetie spreche. I'm not talking about the gift of prophesying. Ich spreche nicht über die Gabe der Prophezeiungen. I believe in the gift of prophesying. Ich glaube an die Gabe des prophetischen Redens. I thank God for it. Ich danke Gott dafür. And I believe in it. Und ich glaube daran. But it is not at all the same as the written prophecies of the Bible. Aber es ist nicht das gleiche wie die geschriebenen prophetischen Aussagen der Heiligen Schrift. Because the gift of prophecy should be tested. Denn die Gabe des prophetischen Redens soll ja geprüft werden. And it is wrong to exercise the gift of prophecy. Prophesying, if it is not subject to test. Und es ist nicht recht, die Gabe des prophetischen Redens auszuüben, wenn man das nicht überprüfen kann. That is a great mistake that has happened many times in the charismatic movement. Und das ist der große Fehler innerhalb der charismatischen Bewegung gewesen. But biblical prophecy does not have to be tested. Biblische Prophetie dagegen muss nicht geprüft werden. It has already been tested. Sie ist schon geprüft worden. The word of God has been tested. Das Wort Gottes ist schon geprüft worden. So we can trust it absolutely. So können wir diesem Wort absolut Vertrauen schenken. And that is what I am speaking about. Und darüber werde ich sprechen. The written prophecies of the Bible. Die geschriebenen Prophezeiungen der Heiligen Schrift. And I want to turn first of all to Isaiah chapter 46. Und zuallererst möchte ich Jesaja Kapitel 46 aufschlagen. Verses 9 and 10. Verse 9 und 10. It is God himself who is speaking. Und hier spricht Gott selbst. And this is what he says. Und er sagt Folgendes. Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand. And I will do all my pleasure. Gedenket des Frühern, wie es von Urzeit an war. Ich bin Gott und keiner sonst, bin Gottheit. Es gibt nicht meinesgleichen, der ich von Anfang an den Ausgang verkündet, von längst her, was noch ungeschehen war. Der ich sage, mein Ratschluss erfüllt sich und all mein Vorhaben führe ich aus. This is the true God speaking. Hier spricht der wahre Gott. And he says about himself this. Und von sich selber sagt er, I declare the end from the beginning. Der ich von Anfang den Ausgang verkündet. And from ancient times things that are not yet done. Von längst her, was noch ungeschehen war. Saying my counsel shall stand. Der ich sage, mein Ratschluss erfüllt sich. And I will do all my pleasure. Und all mein Vorhaben führe ich aus.